Herzlich willkommen zurück, liebe Zelda-Fans, zu Let's Play Zelda The Wind Waker. Und wie angekündigt, stehe ich jetzt hier im Raum, wo die Tür ist, die zum Boss führt. Und ich hatte euch eigentlich versprochen, dass ich in dem Part jetzt hier den Boss besiegen werde. Aber ich habe mir überlegt, ich möchte den Part erstmal noch nutzen, um jetzt nochmal etwas über die Geschichte von Zelda zu erzählen. Und dann im nächsten Part werden wir den Boss machen. Okay. Also, alles fing damit an. Ach, als ob. Wer es glaubt, wird sehen nicht. Es ist Boss-Time, Leute. Und wir hangeln uns jetzt hier rüber und dann geht's los. Ihr habt lange genug gewartet. Ich bin ein langsamer Player. Aber das ist Geschichte. Also, wir holen uns jetzt hier die beiden Truhen noch, die hier so auf uns warten. Oh, und wir haben ein Ritterwappen bekommen. Dazu wollte ich ja mal was erzählen, aber... Nein, wollte ich gar nicht. Vergesst es. Ich erzähle darüber erst was, wenn wir 10 Stück haben. Ja, ein gelber Rubin. Super, los, wir wollen kämpfen. Komm her, ich vernichte dich. Bäm, mit einem Schlag K.O. gegangen. Okay. Und wenn ihr euch ein bisschen in Zelda auskennt, was ich mal annehme, wird euch bekannt sein, dass so ziemlich vor jedem Boss hier so eine Truhen oder Kisten oder Vasen oder was auch immer steht, wo nochmal ein Haufen Lebensenergie ist und natürlich eine kleine Fee. Und diese Fee will ich jetzt fangen, aber erstmal muss ich das Glas hier leeren. Auf Ex! Boah. Okay, ich hoffe, ich fange die Fee jetzt, damit es nicht umsonst war. Hier war sie schon mal nicht. Oh, ich wette, hier ist sie. Es glänzt so. Da ist sie! Juhu, wir haben eine Fee gefangen. Und zwar ist sie ganz toll, die Fee. Oh, es ist ein Schutzengel. Sie rappelt uns nämlich auf. Wir können sie erstens so aktivieren, wenn wir wollen. Dann gibt sie uns Leben zurück. Oder, falls wir besiegt werden, überraschend, was ich natürlich nicht denke... Dann heilt sie uns wieder. Sie bringt uns von den Lebenden zurück, von den Toten wieder zurück ins Leben. Und jetzt stehen wir hier vor dem Bosskampf. Und ich öffne die Tür. Gleich. Nach der Werbung. Nein, bevor ich da reingehe, muss ich nochmal was richtig stellen. Das habe ich vergessen. Und zwar habe ich in den letzten Parts fälschlicherweise diese arme kleine Medoli oder so. Ich habe sie immer Melody genannt. So, damit ist das jetzt auch richtig gestellt. So. Und wir stehen hier in einem riesigen Raum. Und da oben sehen wir den Schwanz, den Schweif des ehrenwerten Valo. Und in der Mitte ist ein Lavasee. Was da wohl rauskommen wird... Bäm, ein riesiges Monster, das auch noch Feuer spucken kann dazu. Buja! Okay, es kann losgehen. Und zwar, wie bekannt, muss man immer das Item einsetzen für den Bosskampf, das man in diesem Dungeon gefunden hat. Und man kann hier dieses Auge anvisieren, aber irgendwie klappt das nicht. Ich habe die ganze Zeit probiert beim ersten Mal, wie ich dieses Auge zerstören kann. Und ich bin erstmal nie drauf gekommen, dass ich diesen Schweif da anvisieren muss. Von dem Valo. Und zwar passiert Folgendes. Oh, mein Arsch! Verdammt, da wollte ich hoch. Aber egal. Unser Ziel haben wir erreicht. Dadurch fällt nämlich so diese Steinplatte auf ihn rauf. Und zerstört ein bisschen seine Rüstung. Ihr habt es gesehen, sie ist ein bisschen angeknackst. Und das müssen wir jetzt noch ein paar Mal wiederholen. Es dauert aber immer ein paar Sekündchen, bis der Schweif wieder rauskommt. Aber mit dem richtigen Timing kann man es ganz gut machen. Ah, der hat mich getroffen. Egal. Ein weiteres Mal. Bam. Und noch einmal, dann müsste seine Rüstung kaputt sein, glaube ich. Ups.
Los, geh weg da. Haha! Wuhu! Tarzan! Tja, damit hast du nicht gerechnet, was, Kleiner? Kleiner ist gut, er ist ein Riese. Link muss irgendwie immer gegen riesige Gegner kämpfen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass Link schon mal gegen einen Gegner gekämpft hat, der gleich groß war. Doch, da gab es bestimmt einige. Auf jeden Fall haben wir jetzt seine Rüstung zerstört und damit können wir sein Auge angreifen, das immer geschützt wurde. So, wir ziehen es an uns ran und dann können wir raufhauen. Nebenbei hole ich mal ein Herzchen. So, stirb! Tja, und da ist es down, unser erster Boss. Was war es überhaupt? Das war so eine Art Skorpion oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es jetzt nur noch eine Staubwolke. Ja, und wie jedes Mal, wenn wir einen Boss besiegen, bekommen wir einen ganzen Herzcontainer, der unsere Lebensanzeige um ein Herz erweitert. Ja, und dieser Strudel da wird uns wieder nach Hause bringen. Was heißt nach Hause? Wir nehmen unser Herzteil erstmal an uns. Unseren Herzcontainer. Und ihr seht, ein Herz ist dazugekommen. Ja, und jetzt gehen wir in diesen Strudel, der uns wieder aus diesem Dungeon hier rausführt. Da ist er, der Valo. Er freut sich und hält diese Staubwolke wieder auf. Alles verzieht sich und der Himmel wird wieder klar und die Luft wird sauber und Valo singt. Wow. Also mir würde da schlecht werden. Link! Da ist sie, Medoli oder Medoli oder wie auch immer. Ich nenne sie Medoli. Hört sich cooler an. Na, willst du ihm nicht etwas sagen, Komori? Medoli hat mir alles erzählt. Link, danke. Es tut mir leid, dass ich so gemein zu dir war. Ob ich eines Tages auch so mutig werde wie du, Link? Niemals, kleiner Mensch. Aber natürlich, nicht wahr, Link? Ja, klar. Link, hier! Ich will, dass du sie bekommst, Link. Und ich hoffe, dass ich bald den Mut haben werde, nicht mehr vor Herausforderungen wegzulaufen. Wir haben dieses Diamond bekommen. Diamond. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Diamond. Was weiß ich. Der ehrenwerte Valo möchte dir auch seinen Dank aussprechen, Link. Aha, aha, aha. Ich verstehe. Nutze den Wind, die Kraft des Gottes des Windes, weise. Was meint der ehrenwerte Valo nur damit? Gott des Windes. Meint er damit vielleicht den Gott des Schreins bei der Höhle dort? Und außerdem hat sich der ehrenwerte Valo Held genannt, Link. Zu Recht hat er das. In der Tat, für uns bist du wirklich ein Held. Ich werde mich auf den Weg zum großen Valo machen. Schließlich möchte ich endlich ein paar prächtige Flügel. Warte, Komori! Nochmals vielen Dank, Link. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder. Okay, wir können uns schon mal merken, dass sie da auf dem Rücken so eine Harfe hat. Wollte ich nur mal so nebenbei andeuten. Mehr sage ich dazu nicht. Ja, und wir haben ein ganzes Vogelvolk gerettet. Ein Volk voller Postboten.
und gleichzeitig unser Ziel erreicht, diesen komischen, diese Kugel da zu bekommen. Diesen Diamond oder wie auch immer man ihn nennt. Wo ist er denn? Sieht man den hier nicht? Ach doch, da war er. Hier ist er. Und wir brauchen 3 Stück davon. Und ich guck mal, ob wir jetzt überhaupt was Neues machen können. Mit unserem neu erworbenen Item. Aber ich glaube noch nicht. Schade. Naja. Dann werden wir uns jetzt mal auf den Weg machen. Und diese Insel verlassen. Denke ich mal. Oder gibt's hier noch was? Ah, da ist ein Typ gekommen. Der war da vorher nicht. Wir sprechen ihn mal an. Du bist nicht von hier, oder? Oh, mehr hat er mir nicht zu sagen. Wie komme ich da bloß hinauf? Hier, ich zeig's dir, du Idiot. Ich zeig's dir. Der ist größer als ich und kann nicht mal da hochklettern. Also wirklich. Das ist der Praktikant, kann ich euch sagen. Der Praktikant von wem? Vom Postbotenhaus. Und hier gibt es auch eine kleine Sidequest zu erledigen. Ich kann es ja noch machen, bevor ich die Insel verlasse. Ein bisschen Zeit müsste ich noch haben. Und zwar müssen wir hier hoch. La 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 la. Und hier ist nämlich so eine Poststelle und da werden die ganzen Briefe sortiert. Und ich mach mal ganz schnell. Oh, dich sehe ich hier aber zum ersten Mal. Moment mal. Sag bloß, du hast das Plakat gesehen und willst gegen, Sag bloß, du hast das Plakat gesehen und bist wegen dem Nebenjob hier. Ja, ich bin der Mann für sie. Gut, dann machen wir zuerst einen kleinen Einstellungstest, in Ordnung? Du musst einfach nur die Briefe in das entsprechende Fach werfen, das du anhand des jeweiligen Stempels erkennst. Mithilfe des Analogsticks wählst du das bla 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 bla. Also, wir müssen die Briefe richtig reinwerfen. 10 Briefe innerhalb des Zeitlimits. Richtig rein. Das schaffen wir. Müsste ich. So, simples Prinzip. Tja, und ich bin nicht so multitaskingfähig. Deswegen kann ich nicht so viel reden und gleichzeitig spielen, also mich so konzentrieren darauf. Seht ihr? Boah, ich sollte nur 10 machen und ich habe 15, 16, 17. Oh. Ja, ich bin nicht der Beste in dem Spiel, aber ich hab's geschafft. Yeah. Ich bekomme einen Rubin, bla bla. Ich hab den Job. Und zwar können wir ihn jetzt nochmal ansprechen. Oh, willst du wieder aushelfen? Bla bla. Okay, wenn ich mehr als 20 Stück korrekt einordne, erhöhe ich deine Bezahlung. Gut, das schaffe ich. Los, schneller! Yeah! 24! Rekord! Mann, irgendwas muss man noch hier bekommen! Egal, hier bekommt man irgendwas, wenn man 25, glaube ich, schafft. Aber ich muss jetzt aufhören und im nächsten Part werden wir diese Insel verlassen und dann geht es ab zu einer weiteren Insel. Freut euch drauf! Gleich. Ich gehe noch hier runter. Ich rolle noch hier runter. Damit ich von da unten weitermachen kann. So, Praktikant, ich habe deinen Job schon erledigt. Du kannst nach Hause fahren. Okay, wir stehen hier und... Ja, jetzt sage ich ciao und bis zum nächsten Part.